So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 6. September 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns einen Blick auf die Märkte gönnen und den ja, verhaltenen, sehr wahrscheinlich sehr ruhigen Wochenstart zunächst natürlich abarbeiten. Da wäre jetzt nicht besonders viel Spektakuläres eigentlich zu erwarten. Aber wir haben natürlich auch eine Nachbetrachtung der Non-Farm Payrolls von letzter Woche Freitag und die haben ja durchaus einiges Brisantes offenbart im Hinblick nämlich auf die Enttäuschung und im Hinblick dann auch auf die Reaktion, die wir am Zinsmarkt wiederum zu sehen bekommen haben. Der Aktienmarkt grundsätzlich, also S&P, Nasdaq und dergleichen, die haben sich sehr freundlich aus der Handelswoche verabschiedet, Nasdaq neue Allzeithochs markiert, da sieht alles aus, als wenn ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in Anführungsstrichen und wir eigentlich hier jetzt ja infolge dieser enttäuschenden Arbeitsmarktzahlen aus den USA erwarten sollten, dass die eher dazu führen, beitragen, dass die Fed dann am 22. September in keinerlei Hinsicht hier offenbart oder in Aussicht stellt, dass es mal früher oder später eine Reduktion der Anleiheaufkäufe, also ein Taper geben könnte. Aber was sich ebenfalls eben zeigt, ist, dass eventuell weiterer fiskalpolitischer Stimulus notwendig wird, um das sowieso schon relativ fragile Wirtschaftswachstum post-Corona eben aufrechtzuerhalten. Und darauf deutet die Reaktion im Zinsmarkt hin. 10-jährige US-Zinsen haben tatsächlich einen Spike auf der Oberseite gesehen, was widersprüchlich ist, denn eigentlich würdest du einen Druck von der Oberseite erwarten an der Stelle. Dazu vielleicht gleich noch ein paar mehr Details. Und das könnte dann der Trigger sein, tatsächlich für ein Überrollen oder eine einsetzende Korrekturbewegung, die ich eigentlich nicht unbedingt erwartet hätte, wenn die enttäuschen würden oder enttäuschen die Non-Farm Payrolls. Also, da werfen wir gleich einen Blick drauf. Alles in allem ein sehr, sehr vorteilhaftes Umfeld auf jeden Fall. Dann abschließend in dem Zusammenhang vielleicht schon mal ein paar Gedanken in Gold. Da werfen wir gleich auch natürlich einen Blick drauf. Da sind die Aussichten nach dem Arbeitsmarktreport jetzt eher bullish und Breakout-Potenzial über 8,30, Ziel 1900. Und ja, dann wollen wir einfach mal durchstarten. Ich switche einmal hier zum Risikohinweis und verweise noch auf das. Der Handel mit Devisen und CFDs mit Risiken verbunden ist, die nicht für jeden Anleger geeignet sind. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil setzte man sich zunächst einmal mit dieser Thematik intensiv auseinander, ob man die Produkte versteht. Wenn man dann für sich entscheidet, dass man diese Produkte handeln möchte, dann beginnt man gerne mit einem Demokonto. Vollständiger Risikohinweis bzw. das Demokonto über markets.com/de oder gleich über die Chatbox hier innerhalb dieses Webinars stelle ich den Link ein. Darüber hinausgehend natürlich die gesamte Produktpalette auf der Webseite von Markets verfügbar, sprich also physischer Aktienhandel, ETFs beispielsweise, Multi-Asset Brokerage nennt man so etwas. Habt ihr alle Möglichkeiten diesbezüglich hier euch ein Bild zu machen? Fragen diesbezüglich gerne an Elena richten. Im Hinblick eben auf die Märkte gerne Fragen an mich stellen während dieses Events jetzt. Gerne innerhalb der Description Box oder beziehungsweise Chatbox unterhalb des Videos. So, wenn man sich die Aufzeichnung anschaut, gerne auf meiner Webseite mit mir in Kontakt treten, gerne über Twitter in Kontakt treten, gerne eine E-Mail schicken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und nichtsdestotrotz nichts von dem, was ich in irgendeiner Form sage, als direkte Anlageempfehlung oder dergleichen zu verstehen. Das ist ein sogenanntes reines edukatives Event mit Ideen, die man dann für sich selber verarbeitet und wo man seine Handelsentscheidung schlussendlich eben selbst trifft. Hier einmal die MarketsX Handelsplattform. Ich räume im Hintergrund mal ein bisschen auf kurz, einen Augenblick. Dann schaue ich auch, ob alles gut gestreamt wird. Da sollte es keine Schwierigkeiten geben. Sollte es Schwierigkeiten geben, sollte irgendwelche Probleme auftreten, dann schreibt das gerne in die Chatbox. Dann die habe ich hier auf jeden Fall offen. Und hier einmal der Link zur MarketsX Handelsplattform, die ich jetzt hier schon geöffnet habe, wo ihr kostenlos eine Demo eben entsprechend runterladen könnt, falls ihr euch das hier genauer anschauen wollt. Ich hatte im Zusammenhang mit einer Frage, die hatte ich in der Discord-Community zu US Equities erhalten, hatte ich auch eine Frage nach den Analysteneinschätzungen beispielsweise in Bezug auf Einzeltitel und dergleichen. Und da habe ich jetzt, ich habe da nicht sofort initial dran gedacht, also wir haben relativ zügig dann sofort kostenpflichtige Dienste im US-amerikanischen Bereich eben thematisiert, Benzinga zum Beispiel, Finbus auch zum Beispiel, die Pro-Varianten und dergleichen. Ich bin jetzt hier mal bei Tesla, es gibt auch einen ersten sehr, sehr guten Einstieg, den man nicht unterschätzen sollte und auch deswegen diese MarketsX-Plattform bzw. das Angebot hier von Markets auf jeden Fall einen tieferen Blick wert ist. Und zwar gibt es nämlich hier wichtige Kennzahlen in diesem Zusammenhang, diesen Tab, also wenn man hier oben auf Grafik bzw. sich Charts
anschaut, dann kann man eben noch wichtige Kennzahlen gehen. Und hier haben wir in diesem Zusammenhang ein Zusammentragen von Thomson Reuters an der Stelle eben zu Analysteneinschätzungen, Analystenmeinungen an dieser Stelle, durchschnittliche Kursziele, die sich entsprechend eben ergeben. Hier für Tesla beispielsweise das gleiche Spiel können wir auch machen, zum Beispiel für Nvidia. Da werfen wir gleich noch einen Blick drauf eben, auch wenn die heute geschlossen sind, die Aktien. Aber wir stoßen da, wo habe ich, da ist Nvidia. Wir stoßen da in eine Region vor, die jetzt durchaus sich vielleicht chancenverhältnistechnisch auch für Short-Engagements eignen könnte. Aber man sieht es hier entsprechend eben. Durchschnittliche Kursziele, die da eben ausgehend von Analysteneinschätzungen über Thomson Reuters zur Verfügung gestellt werden. Alles kostenlos. Also das heißt, ihr habt da entsprechend alles innerhalb eurer Plattform. Ihr müsst da nicht irgendwie im Internet über Google und erstmal suchen, sondern ihr habt das hier entsprechend eben zur Verfügung gestellt. Also das vielleicht noch ergänzend in diesem Zusammenhang, warum da diese MarketsX Handelsplattform auf jeden Fall auch einen tieferen Blick eben wert ist. Und wir gehen jetzt allerdings hier auf den DAX an dieser Stelle und machen hier mal den Kollegen ein bisschen groß. So. Und sehen schon, jetzt wird es langsam potenziell dünn auf der Oberseite. Ich hatte das heute Morgen bei Twitter eingestellt gehabt. Hat er gesagt, ich glaube nicht an dieser Stelle, dass wir so viel bullisches Potenzial eben tatsächlich auf der Oberseite besitzen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier im Bereich um 870 bis 900 Schwierigkeiten bekommen. Und das sieht ganz danach aus, als wenn wir wirklich jetzt hier erstmal dieses Stallment sehen, also das heißt dieses Konsolidieren. Grundsätzlich bleibt der Modus natürlich bullisch. Also wir haben interessanterweise jetzt hier eine Vorgabe, die erstmal meiner Skepsis grundsätzlich nach diesen Non-Farm Payrolls am Freitag erstmal widerspricht. Also wir sehen bullische Vorgaben, sieht alles eigentlich danach aus, als wenn wir eher auf der Oberseite über die 15,9 brechen, auch dann entsprechend weiter bullisches Momentum freisetzen. Was wir uns allerdings vor Augen führen müssen an dieser Stelle ist eben, dass wir besonders heute Nachmittag durch die US-Märkte nicht nur keine Unterstützung erfahren dürfen, oder werden, weil die sind halt geschlossen. US-Equities bzw. der Future ist verkürzt handelbar und sieht dann ab 19 Uhr entsprechende Einstellung des Handels. Sondern es ist eben auch die Frage, wie nachhaltig eine solche Bewegung jetzt heute beispielsweise wäre. Ich erinnere mich daran, es ist allerdings schon Jahre her, aber ich erinnere mich daran, dass wir, ich glaube im Jahr 2013, 2012, 2013 oder irgendwie mal, hatten wir auch einen sehr, sehr starken bullischen Start in den Monat, September damals, und zwar auch damals in den Labor Day hinein. Und dieser komplette Aufwärtsimpuls, der damals auf den Weg gebracht worden ist, der wurde dann innerhalb des nächsten Handelstages aggressivst nicht nur abverkauft. Also wir sind an dem Tag wirklich 1,5-2% auf der Oberseite gelaufen, waren sehr bullische Vorgaben. Und dann kam es eben entsprechend hier zu einem regelrechten Crackdown am darauffolgenden Tag, weil diese Bewegung überhaupt gar nicht nachhaltig gewesen ist, sondern einfach nur den Markt nach oben gezogen hat, durch was auch immer damals begünstigt. Keine Ahnung, was es war. Keine Ahnung. Ich erinnere mich nur relativ gut an dieses Bild und an die Überraschung, die sich da infolgedessen dann am nächsten Tag herauskristallisiert hat, beziehungsweise Überraschung dahingehend, dass ich mir halt dann gesagt habe, naja, offensichtlich ist diese Bewegung, die gestern initiiert worden ist, in keiner Form eben nachhaltig gewesen. Das ist durchaus eine ernstzunehmende Option, auch vor dem Hintergrund des saisonal schwachen Fensters, welches sich jetzt auftut. Und die schwache Periode, die wir halt jetzt historisch eben hier einleiten. Also September ist gemeinhin bekannt als schwacher Börsenmonat. Ist durchaus einzukalkulieren, dass früher oder später eben sich dann beginnt, dann eine tiefere Korrekturbewegung abzuzeichnen. Das heißt nicht, dass wir einen großen Crash sehen oder dergleichen. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist zumindest mal so, dass wir uns hier darauf einstellen sollten eventuell, dass es eher früher als später im DAX auf die Attacke eben hier auf den 15.600er Bereich kommt. Wir haben auch initial, das war ganz interessant, das habe ich jetzt hier gerade rausgeschnitten gehabt, aber man kann sehen, am Freitag haben wir auf die NFPs, obwohl ja eigentlich man sagen würde, schwache NFPs, eher geldpolitischer Stimulus, ein Mehr an Liquidität, die seitens der Fed zur Verfügung gestellt wird, haben wir tatsächlich eher zunächst einmal hier einen aggressiveren Flashout gesehen. Also diese recht aggressive Reaktion auf der Unterseite, die hat mich ehrlich gesprochen überrascht. Also mein Fokus war wirklich am Freitag und ist auch heute, ehrlich gesagt, eher so auf anderen Themen. Einfach weil ich weiß, ausgehend von meiner Handelsherangehensweise, auch meinem Hauptfokus in US-Equities zum Beispiel, gibt es heute kein Trading, ergo konzentriere ich mich auf andere Sachen. Dinge, die eben sonst ein bisschen hinten runterfallen würden. Und das war auch schon am Freitagnachmittag der Fall. Also ich hatte natürlich einen Blick drauf geworfen und ich habe da nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, dass eben der DAX hier zeitweise unter 15,7 gerutscht ist. Ich dachte dann schon, dass das vielleicht getragen wurde durch die US-Equities. Also wenn wir jetzt mal hier beispielsweise auf den S&P schauen,
Ja, wir sehen irgendwie eine leichte, nennen wir sie mal Bearishness. Also hier dieser Impuls auf der Unterseite, aber ein Ausverkauf war das nicht. Also das war jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form dramatisch. Also das war relativ verhalten, ehrlich gesagt. Und kommen wir nochmal zurück zum DAX. Ich denke, was wir da auf jeden Fall haben hier erkennen können, ist die aktuell relative Schwäche, die der DAX eben zeigt. Also sprich anders formuliert, sollte es mal früher oder später zu der Korrektur im S&P-Querstrich im Nasdaq kommen, dann könnte das hier schon ein Vorgeschmack darauf gewesen sein, was wir dann im DAX erwarten dürfen. Der dürfte dann nämlich dramatischer unter die Räder geraten, eben tatsächlich. Und in diesem Zusammenhang eben ernsthaft, wie gesagt, diesen Bereich um 15,6 eben attackieren. Aktuell sehen wir choppy seitwärts, also keinerlei klare Struktur, bullische Struktur, bärische Struktur oder sonst dergleichen, sondern neutral, eher vielleicht sogar mit leichter Tendenz auf der Oberseite. Sicherlich ist auch begünstigt durch diese starke Eröffnung, Rückeroberung der 15,8 an dieser Stelle. Das bleibt weiterhin meine Inflex auf der Unterseite, wo ich sage, alles oberhalb sehe ich eher als bullisch und folglich mit Potenzial in Richtung nochmal Allzeithoch und sogar Markierung neuer Allzeithochs. Aber das Eis wird offensichtlich dünner, welches wir hier beschritten haben. Und wie gesagt, was sich jetzt mehr und mehr zu zeigen scheint, auf diesen schwachen Datensatz, den wir hier zu sehen bekommen haben am Freitag auf die Non-Farm Payrolls, ist, dass der Markt es eventuell ein bisschen übertrieben hat im Hinblick auf die weiteren Wachstumsaussichten. Also, wir haben. Kommen wir ganz kurz konkret auf die Non-Farm Payrolls hier zu sprechen. Am Freitag eben ein Print zu sehen bekommen von nur 235.000 neu geschaffenen Stellen ex Agrar. Erwartet wurden 750.000. Der Vormonat hatte ja hier ein, ich nenne ihn jetzt mal Blockbuster Jobs Report präsentiert. Also das heißt, an dieser Stelle, wir haben am Vormonat eigentlich auch ausgehend von den ADP-Zahlen eher einen schwachen Datensatz erwartet. Haben dann allerdings eben einen sehr, sehr starken Print zu sehen bekommen. Nicht nur mit 943.000 neu geschaffenen Stellen, sondern eben im Vormonat auch mit einem Drop in der Arbeitslosenquote. Eben in Richtung 5%, sind bei 5,2% veröffentlicht. Moment. Ein Moment, von 5,7 auf 5,4 und jetzt mit 5,2. So war es, glaube ich. Genau, so rum war es. Verzeihung, ich wollte jetzt, genau. Wir haben 5,7% erwartet, 5,4 veröffentlicht und jetzt sind es 5,2% gewesen. Und ich hatte ja schon gesagt, also, dass da durchaus die Arbeitslosenquote potenziell weiter abnehmen sollte oder beziehungsweise eher weiter sich in Richtung 5% orientiert, weil wir haben natürlich aktuell unglaublich viele Jobvakanzen, die offen sind. Ich zeige das mal ganz kurz hier, das kann man sich hier auch anzeigen lassen. Mal kurz gucken. Pop, 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 pop. Non-Farm Payrolls, Level Participation Rate. Wo haben sie denn? Job Vacancies. Unemployed Persons. Per Person Pandemic. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Ist das, worunter könnte das denn gezeigt sein? Wenn nicht hier. Ein Moment, Compare. Das heißt, es war nicht dramatisch, aber es ärgert mich doch so ein bisschen. Vakanz. Gibt es nicht? J. GHIJ. LMNO. Job Vacancies. Das sind sie doch. Job Vacancies. Da stehen sie auch. Ja, sehr gut. Also hier, man kann sehen, dass die Jobvakanzen post-Corona eben hier auf Allzeithochs gestiegen sind. Also wir haben noch nie so viele Jobvakanzen gehabt aktuell, wie sich derzeit eben abzeichnen. Also das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit für Leute, Jobs zu finden. Also die sind da. Sie wollen sie halt nur nicht in Anspruch nehmen, weil sie kriegen dafür, dass sie zu Hause bleiben, im übertragenen Sinne mehr Geld. Also Stichwort diese Stimulus-Checks und dergleichen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Struktur da ist. Das ist jetzt sehr stark vereinfacht dargestellt. Aber das ist eben ein Phänomen, welches ja auch der Biden-Administration dann eben bewusst wurde im Hinblick auf die jüngsten Arbeitsmarktzahlen und darauf verwiesen wurde, dass man das früher oder später eben tatsächlich dann reduzieren müsste. Und dass das aber weiterhin offensichtlich, besonders jetzt auf diesen Non-Farm Payrolls Job Report offensichtlich ein Thema zu sein scheint, das spiegelt sich dann wieder in der im ersten Moment eher widersprüchlichen Reaktion hier im Zusammenhang mit den Zinsen. Also man könnte natürlich jetzt hergehen und sagen, naja, guck mal, wir haben zwar jetzt einen enttäuschenden Datensatz zu sehen bekommen von nur 235.000 neu geschaffenen Stellen, aber dafür ist ja der Vormonat nochmal nach oben revidiert worden auf über 1 Million neu geschaffener Stellen ex Agrar.
Aber ich glaube, die Reaktion, die wir hier zu sehen bekommen haben in 10-jährigen Zinsen und die wir übrigens auch weiter verteidigt sehen, also sprich etwas anders formuliert, wir haben an dieser Stelle oberhalb von 1,32% für 10-jährige Zinsen eben geschlossen. Das, was wir hier zu sehen bekommen, ist im Grunde genommen eine folgerichtige Reaktion oder eine Erwartung des Marktes, dass die Biden-Administration, die US-Regierung, an dieser Stelle weitere geldpolitische Hilfsprogramme nicht nur in Aussicht stellt, sondern auch verabschiedet, um die Leute in Lohn und Brot zu halten. Also, dass man im Grunde genommen erwartet an dieser Stelle seitens des Marktes, dass man hier weiter die Geldschleusen nicht nur seitens der Fed aufhält, sondern dass man auch diesen fiskalpolitischen Unterstützung seitens der US-Regierung aufrechterhält, um einfach den Leuten Geld zur Verfügung zu stellen, was sie dann wiederum nutzen können, natürlich, um die Wirtschaft anzukurbeln. Denn logischerweise konsumieren die natürlich auch entsprechend. Und man sieht hier auch ein entsprechendes Zusammenspiel. Also die Fed, die kann zwar unendlich viel Liquidität zur Verfügung stellen, dann kann man auch Wachstumsaussichten und dergleichen eben in Aussicht stellen. Aber ich sag mal, die klassischen Einzelhandelsumsatzzahlen beispielsweise, die werden ja nicht durch irgendwelche Innovationen irgendwo von Tesla oder von Amazon oder von Google oder sonst dergleichen eben getragen, sondern das sind ja reale Werte, die erstmal nachgefragt werden müssen. Und vor dem Hintergrund, dass der Einzelhandel in den USA in der Art hohes Gewicht hat, das Rückgrat im übertragenen Sinne der US-Wirtschaft ist, ist natürlich an der Stelle klar, wenn die Leute nicht zurück in Lohn und Brot gehen und kein Geld verdienen bzw. über den Staat finanziert werden wollen, dann wäre es natürlich an dieser Stelle oder dann ist es folgerichtig, dass wir hier einen Spike in Zinsen sehen, denn das geht natürlich auf die Bonität des entsprechend zugrunde liegenden Landes an dieser Stelle, also den USA. Das ist nicht dramatisch, aber durchaus lässt sich diese Entwicklung dahingehend interpretieren, dass man jetzt hier seitens der US-Regierung weitere Maßnahmen erwartet. Und infolgedessen muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein in Bezug auf das, was man dann für den Nasdaq oder auch für den S&P an dieser Stelle erwartet, im Hinblick eben auf die weiter fortgeführte Rallye hier auf der Oberseite. Dass wir weiter unendlich viel Liquidität ins System pumpen, das steht vollkommen außer Frage. Nehmen wir mal raus. Und dass infolgedessen eigentlich auch es alternativlos scheint, entsprechend eben hier dann entsprechend Aktien anzulaufen. Das steht alles außer Frage. Nichtsdestotrotz sollte eben auch klar sein, dass wir jetzt beginnen, uns eben in einen Bereich zu bewegen, bei dem vieles dieser potenziellen Wachstumsaussichten eben offensichtlich bereits eingepreist sein dürfte. Und dieser Spike auch in den Zinsen höher auf diese schwachen Arbeitsmarktzahlen, also im ersten Moment dieser eine schwache Datensatz, ist natürlich auch etwas, was man eben in Richtung einer möglichen Stagflation eben interpretieren könnte. Also sprich, dass man eben stagnierendes Wirtschaftswachstum einerseits sieht und andererseits eben weiteren Inflationsdruck, der sich eben aufbauend zeigt. Infolge dieser Liquidität, die eben ins System gegeben wird. Also das ist alles in allem ein verhältnismäßig ungünstiges Umfeld und sollte jetzt trotz der Aussicht auf weiteren geldpolitischen Stimulus jetzt der Zinsbeginn eben stärker anzuziehen. Das hat sich, wie gesagt, jetzt noch nicht so wirklich widergespiegelt, aber das könnte sich in den kommenden Tagen durchaus dann entsprechend widerspiegeln. Dann wäre das natürlich etwas, was hier dazu führen könnte, dass wir entsprechend eher einen Pull-in dann im Nasdaq erwarten dürfen und früher oder beziehungsweise dann entsprechend diese erwartete Korrekturbewegung einleiten, dieses Überrollen in diesem Bereich und eine Attacke eben entweder auf die Region hier um 15.000. Ja, 150 bis 15.200 Punkte zu sehen bekommen, beziehungsweise dann sogar den Test hier der 14.800er Region roundabout, die dann größtenteils wahrscheinlich auch mit dem Retest der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung eben korrespondiert. Also nicht, dass man das falsch versteht. Ich skizziere hier kein Crash-Szenario. Es ist aber zumindest mal eins, wo ich sage, Chance-Risiko-Verhältnis technisch sind wir nach oben jetzt schon so weit gelaufen, dass dann eben schwache Arbeitsmarktzahlen, die eigentlich positiv für den Equity-Markt sind, da sie mehr Liquidität seitens der Notenbank eben versprechen, dass diese Überlegung hier vielleicht eher früher als später zu einem entsprechenden Erliegen gekommen und dann entsprechend eben dieser Pull-in sich dann widerspiegelt, der uns eine Korrektur beschert, auf die wir schon seit geraumer Zeit jetzt nunmehr warten. Und das trotz dessen, dass eben die Fed weiter geldpolitischen Stimulus liefert. Also das bedeutet etwas anders formuliert, unser Gameplan, den wir jetzt für uns formulieren, für heute nicht, weil wie gesagt, heute ist die Vola eher niedrig. Für die kommenden Tage aber sollte eher vielleicht beginnen, Chance-Risiko-Verhältnis technisch in Richtung uns Short zu orientieren, weil das dann attraktiver scheint, diesen Bereich eben entsprechend zu traden. Und ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, relative Schwäche im DAX dann in dem Zusammenhang könnte die 15.600er Region im Mittelpunkt des Geschehens rücken. Negiert würde dieser bärische Ausblick natürlich just in jenem Moment bei aller Skepsis
aber würde negiert werden in dem Moment, wo wir natürlich aus dieser Konsolidierung hier auf der Oberseite ausbrechen, über die 16.000er Marke. Also sprich etwas anders formuliert, sobald wir neue Allzeithochs markieren, sind wir im übertragenen Sinne so ein bisschen, ich nenne es mal, off the races und dann ist davon auszugehen, dass wir nochmal einen sehr, sehr deutlichen, tiefen Lauf über die 16.000er Marke zu sehen bekommen, der uns bis in Gefilde um 16.400 Punkte vielleicht führen könnte. In dem Zusammenhang vielleicht nochmal ganz kurz hier das Verfallstag-Diagramm zur Erinnerung, wie wir auf dieses Level kommen. So, also das ist jetzt das Verfallstagdiagramm für den Septemberverfall, also den großen Verfall, Hexensabbat, an der Stelle, der am, jetzt mal kurz rechnen, 16. stattfindet. 16. ist das richtig? 17. 17. September stattfindet. Und also was wir hier erkennen können, ist eben der erhöhte blaufarbene Balken auf die 16.400er Region, welcher offenbart, dass das Open Interest geschriebener Calls auf diesem Bereich am höchsten ist. Ganz kurz für diejenigen, welchen, die sich das jetzt ganz neu anschauen, die gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also die Idee, die dahinter steckt, ist folgende, dass wir nämlich sagen, wir gucken uns den Optionsmarkt an und an der Stelle eben Calls, die geschrieben worden sind allerdings. Also Call ist ja eine Option, ein Recht an dieser Stelle. Ein Recht darauf, einen zugrunde liegenden Basiswert zu einem vorherliegenden Basispreis entsprechend kaufen zu dürfen. Also sprich etwas anders formuliert, wenn dieser Basispreis zum Beispiel, wie im hier vorliegenden Fall, 16.400 Punkte beträgt, dann würde ich, gesetzt dem Fall, dass der DAX, sagen wir mal, auf 17.000 Punkte steigen würde. Aber diese Option hier mit dem Strike 16.4 halten, hätte ich das Recht, den DAX zu 16.400 Punkte kaufen zu dürfen. Also das heißt, jeder Punkt, den ich oberhalb dieses Niveaus eben entsprechend dann den Verfall sehe, würde dazu führen, dass ich entsprechend eben Gewinn mache, denn ich darf den DAX, der bei 17 notiert, zum Beispiel zu 16.4, also 600 Punkte günstiger kaufen. Damit ich dieses Recht allerdings habe, muss es ja auch jemanden geben, der mir dieses Recht verkauft. Das ist der sogenannte Stillhalter. Und was die jetzt eben hier gemacht haben, ist, dass die aggressiv in Anführungsstrichen, dass die eben hier Optionen verkauft haben und im übertragenen Sinne sagen, wir gehen davon aus, dass am 17. September der DAX unterhalb von 16.4 eben notiert und wir folglich hier unsere Optionsprämie vereinnahmen können. Also das heißt, dass dieses Niveau gar nicht übertroffen wird. Sollte es jetzt zu einem Push in Richtung eben hier der 16.400er Region kommen, dann dürfen wir an dieser Stelle erwarten, dass da ein natürlicher Widerstandsbereich ist. Denn diese Marktteilnehmer, die werden natürlich sagen, es ist zwar schön, dass ihr wollt, dass der Markt über 16.4 notiert, aber wir wollen das nicht. Also was sich ja dadurch widerspiegelt, dass eben hier dieser blaue Balken sich entsprechend hoch darstellt mit rund 20.000 Kontrakten, die da entsprechend auf dem Niveau offen stehen. Und das bedeutet etwas anders formuliert, dass sich dann entsprechend hier ein entsprechender Widerstandsbereich ergeben wird. Also sollten wir diesen Break auf neue Hochs zu sehen bekommen, den ich Chance-Risiko-Verhältnis technisch eher schwierig sehe, so würde ich es mal formulieren, ausgehend von der Gesamtgegebenheit, wie wir sie im Markt vorfinden, dann würde ich allerspätestens im Bereich um 16.400 Punkte in Anführungsstrichen den Deckel drauf sehen und nicht davon ausgehen, dass wir diesen Bereich rausnehmen können. Ist ja damit zu rechnen, dass diese Stillhalter dann entsprechend gegeben dem derzeitigen Umfeld diesen Bereich hart verteidigen dürften. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, wenn ich mich auf den untergeordneten Zeitebenen aber positioniere, 16.4 ist ja doch so nochmal ein bisschen Potenzial auf der Oberseite. Kann durchaus sein, dass wir mit neuen Allzeithochs, sofern wir sie markieren würden, entsprechend diesen Run zu sehen bekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass sie heute stattfinden. Deswegen warten wir mal ab, wie sich das Bild morgen darstellt. Eventuell ist morgen dieser eher bullische Lauf wahrscheinlich dann sogar Makulatur, sollten nämlich die US-Equities tatsächlich eher dann mal diesen Überrolleffekt eben tatsächlich zu sehen bekommen. Und in dem Zusammenhang wird eben dann auch ein Einzeltitel ganz interessant, den ich jetzt hier in eine sehr, sehr interessante Region vorstoßen sehe. Also am Freitag hat sich erstmal Nvidia noch sehr stark präsentiert. Also wir haben hier einen grundsätzlich sehr, sehr stark bullischen Drive gesehen, der uns von Round 2,22 ungefähr in Richtung eben der 2,30er Region geführt hat. Das war ein verhältnismäßig starker Lauf und das war auch ein durchaus interessanterweise attraktiver Trading Day vielleicht, so will ich es mal formulieren. Also ich möchte an der Stelle natürlich einen fundamentalen Katalysator haben. An der Stelle, den gab es nicht. Es gab auch kein entsprechendes vorbörslich anziehendes Volumen. Also Nvidia war aus der Perspektive nicht wirklich attraktiv oder heiß nach meinen klassischen Kriterien. Aber nichtsdestotrotz, es hat eine schöne Intraday-Struktur
etabliert, die uns hat eben vorstoßen lassen, jetzt in Gefilde um 2,30, so roundabout. Ich bin gespannt, wie sich jetzt die Markteröffnung darstellt, aber sollte es morgen zur Eröffnung zu diesem kurzen Spike über die 2,30 kommen, könnte ich mir vorstellen, dass das interessant werden könnte, hier gegen diesen Bereich sich eventuell short zu positionieren. Ich will natürlich dann hier in diesem Bereich, will ich ein klares Signal bekommen. Also sprich etwas anders formuliert, ich möchte dann natürlich sehen, dass wir zum Beispiel kurzen Push höher sehen, Gap higher zum Beispiel und dann eben Drop unter VWAP etablieren und Abwärtsstruktur und dann entsprechend eben Abgabedruck dann etablieren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass aus diesen Gefilden, chancenverhältnistechnisch, besonders wenn die Vola anzieht und da wir in Nvidia schon sehr weit gelaufen sind, dann mindestens ein Test hier dieser ehemaligen Hochs, dieser Trendlinie nach sich gezogen wird, also rund gesprochen der Bereich um 200 US-Dollar die Aktie angelaufen werden könnte. Das ist deswegen interessant, weil wenn wir aus dem Gefilden hier um 35 die Aktie entsprechend eben shorten sollten, also sollten wir diesen Pop zu sehen bekommen und dieses Überrollen gegen den Bereich, dann haben wir eben in dem Zusammenhang natürlich eine Korrektur von größer 10% ungehebelt. Also das heißt, das könnte durchaus oder das ist durchaus ein attraktiver Bereich. Und wie gesagt, 200, das wäre so durchaus ein Potenzial, wenn der übergeordnete Markt vielleicht auch beginnt, ein bisschen zu brodeln, ein bisschen es entsprechend zu Sorgen kommt, stark inflationären Spekulationen, der Zins vielleicht beginnt weiter sich bullisch zu präsentieren, also bullisch anziehen zu präsentieren, dann wäre das sicherlich auch etwas, was im Tech-Bereich dann sich bemerkbar macht und was eben diesen Pull-in hier nach sich zieht. Ob das dann allerdings in wenigen Tagen stattfindet, so ähnlich wie es damals in Moderna stattgefunden hat, wo wir uns ja daran erinnern können, da gab es ja diesen fast vertikalen Kursanstieg, sicherlich auch ein etwas anderes Umfeld, aber dieser Pull-in, der da stattgefunden hat gegen die 500, wo wir übergerollt sind und dann bis im Tief gehandelt worden sind auf 350, also fast 30% korrigiert sind, warten wir mal ab. Das ist hier relativ zügig gegangen. Also wir erinnern uns daran, das war im August eben tatsächlich dieses Überrollen und im 3 Tage, 4 Tage später, 5 Tage später, eine Woche später, roundabout, über den Daumen gepeilt, haben wir plötzlich 30% tiefer notiert. Das ist natürlich ein etwas anderes Umfeld gewesen. Die Aktie war auch super heiß in diesem Zusammenhang. Aber es ist durchaus etwas, was man in Betracht ziehen sollte. Also was durchaus eine Option darstellt. Und wo wir ein bisschen Vorsicht walten lassen sollten. Denn nochmal, es ist viel geldpolitischer Stimulus, Erwartungshaltung, dass die Fed liefert, eingepreist. Die Fed hat aus dieser Perspektive nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten, darüber hinausgehend noch aktiv zu werden. Und es macht sich bemerkbar eben im Markt, da sehen wir es eben hier im Spike in den Zinsen, dass hier beginnt sich auch jetzt so ein bisschen Sorge zu etablieren. So möchte ich es mal interpretieren. Ich will es nicht überinterpretieren, aber es ist zumindest mal eine überraschende Reaktion dieser Spike in den Zinsen höher, den du nicht erwarten würdest auf diesen eigentlich schwachen Arbeitsmarktbericht und der dann auch zeigt, wo die Erwartungshaltung des Marktes liegt. Ich bin mir nicht so sicher, ob man so schnell eben in der Lage ist, dann hier dieser Erwartungshaltung weiterer fiskalpolitischer Stimuli seitens der US-Regierung eben nachzukommen. Also will ich es mal formulieren. Was in diesem Zusammenhang natürlich sehr interessant ist, ist natürlich, was heißt, wenig überraschend kommen, so will man es vielleicht eher formulieren, ist das, was natürlich Gold dann präsentiert hat. Im Moment, ich mache mal hier ganz kurz wieder diesen Bereich raus. Also, Gold hat, ich möchte mal schon fast sagen, erwartbar bullisch reagiert, was allerdings hier beeindruckend anmutet ist, dass Gold einen Push auf der Oberseite sieht, obwohl es zu diesem Spike in Zinsen kommt. Also das ist wirklich eine starke Reaktion. Normalerweise haben wir ja eine negative Korrelation zwischen Zins und Gold. Also das heißt, wenn der Zins steigt, dann erwartest du eigentlich, dass in diesem Zusammenhang eben hier Gold unter Druck gerät und umgekehrt, dass wir auf diesen Spike höher in Zinsen bullisch reagieren in Gold, unterstreicht diese Überlegung hinsichtlich dieser stagflationären Erwartungshaltung. Wenn du diesen Spike zu sehen bekommst, den ich ja durchaus auf dem Schirm hatte, also Spike höher in den Zinsen, allerdings begünstigt durch gute Non-Farm-Payrolls, dann ist es so, dann würdest du hier eher dieses Szenario erwarten, wo wir in Gold unter die 1800 rutschen. Wenn wir einen Push zu sehen bekommen in den Zinsen auf der Oberseite, aber dann eben eine bullische Reaktion in Gold, dann unterstreicht das, dass man seitens des Marktes offensichtlich beginnt zu erwarten, dass die Fed früher oder später sogar noch mehr geldpolitischen Stimulus liefern müssen, weil sie nämlich dann diese fiskalpolitischen Pakete seitens der Biden Administration oder der US-Regierung generell entsprechend eben finanzieren muss oder kauft, also die Liquidität dafür entsprechend zur Verfügung stellt. Das ist also eine durchaus sehr, sehr bullische Reaktion, die wir hier
die wir hier zu sehen bekommen haben. Und also dieser bullische Spike höher und dieses zunächst Scheitern in diesem Bereich ist interessant. Der direkte Break durfte auch nicht erwartet werden durch die übergeordneten Bedingungen. Also übergeordnet dahingehend, dass wir einen ruhigen Wochenausklang zu sehen bekommen haben. Querstrich heute eben den Feiertag in den USA, auch hier verkürzten Handel eben vorfinden. Aber wir sollten auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass Gold durchaus, dann gehen wir mal ein bisschen hier auf der Stunde tiefer rein, dass Gold einen potenziellen Retest vielleicht hier diese Ausbruchregion zu sehen bekommt. Das ist ja der Bereich um 1820 ungefähr. Und wer bis dahin noch einen Impuls hat abwarten wollen, also das heißt den direkten Break hier auf neue Hochs nicht gehandelt hat oder auch den Pull entgegen die 1700, was waren es? Ja, 1800er Region. Wir hatten die 795. Ne, es war die 18, ne? Diesen Bereich hier. Das hatten wir, glaube ich, zum Thema gemacht. Spielt aber auch keine Rolle. Vollkommen egal. Also wer sich hier jetzt noch nicht positioniert hat, sondern erstmal global makroökonomisch den Trigger hat sehen wollen, der hat ihn eigentlich mit den Unknown Farm Payrolls zu sehen bekommen. Und demnach ist diese Region jetzt hier um 8,20 ein ganz interessanter Bereich, gegen den ich mir long attraktiv vorstellen kann. Auch mit einem klar definierten Stop, auch an der Stelle. Wir haben ein klares Level, gegen das wir riskieren. Das ist der Bereich 1800. Punkt tiefer vielleicht bei 1799 US-Dollar pro Feinunze und zielen dann in diesem Zusammenhang darauf ab, dass wir gegen diesen Bereich wieder aufdrehen, höhere Hochs markieren und eben diese starke Widerstandsregion hier rausnehmen. Also sobald es gelingt, diesen Widerstandsbereich hier zu überwinden und sich oberhalb zu konsolidieren, oberhalb zu stabilisieren, haben wir eigentlich den Weg frei in Richtung dann 1900 US-Dollar pro Feinunze, eventuell sogar höher, das dann in den Jahresschluss hinein, infolge der sich jetzt vielleicht konjunkturell deutlich eintrübenderen Situation und das sich widerspiegeln, eben, dass die Fed vor einer ziemlich schwierigen Aufgabe, fast unmöglichen Aufgabe steht. Also diese potenziell stagflationäre Tendenz, die hat sich ja auch in diversen Einkaufsmanager-Indizes vielleicht sogar schon in irgendeiner Form widergespiegelt, die jüngst veröffentlicht worden sind. Ausgehend hiervon, willst du natürlich jetzt nicht in dieses Umfeld hineintapern. Also sprich etwas anderes, du willst jetzt nicht die Anleiheaufkäufe reduzieren oder es auch nur in Aussicht stellen, dass du die Anleiheaufkäufe reduzierst, weil wenn wir schon bei solch einem starken geldpolitischen Stimulus seitens der Fed nicht in der Lage sind, konjunkturell in Anführungsstrichen den richtigen Take-off zu sehen und einen Rückpendeln in Richtung eben dieses Prä-Corona-Umfeldes eben zurückzustreben, dann sollte an der Stelle klar sein, dann werden wir es mit weniger Liquidität erst recht nicht schaffen. Dann haben wir ergänzend dazu ja jetzt auch wieder neue Varianten, die in irgendeiner Form anfangen, über den Ticker zu laufen. Die Delta-Variante, da wurde ja, glaube ich, auch, wie heißt er denn? Joe Biden, glaube ich, am Freitag sogar zu gefragt und dann hat er das auf die Delta-Variante geschoben und die Unsicherheit und dergleichen. Die Delta-Variante war meines Wissens aber auch schon vorher ein Thema. Also das ist jetzt nichts wirklich Neues und die Delta-Variante wurde auch seitens ja Jay Powells auf der letzten Fed-Sitzung im Juli nicht wirklich zum Thema gemacht, beziehungsweise da wurde nicht wirklich drauf eingegangen. Deswegen war es so ein bisschen, naja, überraschend ist es nicht. Hätte ich gesagt, man hat, glaube ich, mittlerweile schon verstanden, dass die Herrschaften Politiker irgendwie immer fadenscheinige Gründe jetzt vorführen, ins Feld führen, um eben von ihrem eigenen Versagen abzulenken, sei es im Hinblick auf irgendwelche außenpolitischen Entwicklungen irgendwo in Afghanistan oder sei es im Hinblick auf eben beispielsweise Vorbereitung auf einen erwartet eher schwierigen Winter im Hinblick auf Corona tatsächlich, beziehungsweise dass da eventuell all das, was einem im Laufe der letzten Monate als Lösung vorgetragen wurde oder verkauft wurde, sich eventuell dann doch nicht so als die Lösung herauskristallisiert. Stichwort, wie gesagt, Impfung, Resistenz im Hinblick oder beziehungsweise Mutationen, die auftreten, Resistenz gegen die jetzt verabreichten Impfstoffe, Boosterimpfungen, die infolgedessen nötig sind. Allerdings, dass man das Vertrauen der Bevölkerung in diesem Zusammenhang eben wahrscheinlich doch etwas arg strapaziert hat, möchte man an der Stelle sagen. Das bezieht sich ja nicht nur auf Deutschland, das bezieht sich ja auf den gesamten Globus im übertragenen Sinne, vielleicht nochmal etwas verstärkter sogar im Hinblick auf die USA. Und also das alles in Kombination ist eben etwas, was
Sorgen schüren dürfte, dass es zu einem konjunkturellen Abschwung kommt und dass infolgedessen dann diese stagflationäre Tendenz eben besonders hier Assetklassen wie Gold, Edelmetalle generell eben scheinen lassen könnte, ja, strahlen lassen könnte und infolgedessen dann hier eher über kurz als lang, auch aus der Perspektive, neben dem sich jetzt aufhellenden bullischen Umfeld, in dem wir uns hier wiederfinden, oder technischen Umfeld, dass sich das auch global makroökonomisch entsprechend eben beginnt wiederzuspiegeln und das dann eben zu dem Break über die 1835 und dem Lauf in Richtung 1900 und höher eben tatsächlich in der zweiten Jahreshälfte, Querstrich ins vierte Quartal, so müssen wir es schon eher nennen, eben tatsächlich dann kommt. Wir sind ja jetzt in den letzten Zügen des dritten Quartals eben tatsächlich schon. Also, das ist der Ausblick in dem Zusammenhang für Gold. Wir sollten an der Stelle mal kurz einen Blick werfen hier auf den Euro zum US-Dollar. Da hat es einen kurzen Spike gegeben auf der Oberseite hier über die 1,19 und dann ein Überrollen in dem Zusammenhang. Das ist insofern jetzt interessant, weil das eigentlich ein Umfeld ist. Wenn ich so ein bullisches Bild für Gold skizziere, dann sollte das eigentlich eher negativ sein für den US-Dollar. Der kann natürlich nicht wirklich sich jetzt hier irgendwie stark präsentieren. Das würde Post der NFPs, wären die stärker als erwartet oder besser als erwartet veröffentlicht worden, würde sich das komplett anders darstellen. Aber in dem Fall ist es eben so, dass wir hier die 1,19er-Region hier dahingehend natürlich als relevant herausgestellt haben, weil wir sagen konnten, ich nehme jetzt mal hier diesen Aufwärtstrendkanal, ich nehme mal kurz die obere Aufwärtstrendkanallinie raus, ich setze sie aber gleich wieder rein. Wir haben eben es nicht geschafft, hier dieses Level, noch nicht jedenfalls, um 1,19 zurückzuerobern. Obwohl das jetzt eigentlich gute Vorgaben gewesen wären. Das deutet darauf hin, dass der Euro ebenfalls hier diese Bullishness, die wir seit im Grunde genommen 20. August sehen, dieses Abstoßen von der 1,17er Region und dieses Etablieren der Aufwärtsstruktur, das war eher US-Dollar-Schwäche, als es eben Euro-Stärke war. Und dieses Überrollen jetzt gegen diesen Bereich rückt natürlich jetzt eine Region um ungefähr 1,1850 in den Mittelpunkt des Geschehens, also unsere Aufwärtskanalbegrenzung an dieser Stelle, diese Trendlinie, die sollten wir sie dann initial verteidigen können. Ich mache mal kurz Folgendes. Ich nutze mal kurz hier. Ich nutze mal ganz kurz ein Zeichenwerkzeug. Sehr, sehr grob jetzt, aber nichtsdestotrotz. Also hier gibst du eventuell den Flush auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, dann bouncen wir von da potenziell höher. Und dieser Test hier, beziehungsweise dann dieser eventuell erfolgte Drive höher gegen die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung, die setzt jetzt mal bildlich gesprochen den Euro-Bullen, sofern sie überhaupt da sind, die Pistole auf die Brust. Denn an dieser Stelle musst du jetzt ausreichend Bullishness initiieren, die es dann hier zu einem Bruch auf neue Hochs und über die 1,19 kommen lässt. Sollten wir das hier nicht schaffen, also gegen diesen Bereich überrollen, dann haben wir natürlich ein Umfeld, welches auch dann durch entsprechende News-Events, die jetzt anstehen, eben sich zügig beschleunigen könnte und wo wir sehr, sehr deutlich wieder in Richtung 1,18 oder noch tiefer dann deutlich unter die 1,18 sogar rutschen dürfen. Nämlich Stichwort Wahlen. Einmal in der Bundesrepublik, eigentlich schon vorher, schon mit der FED-Sitzung am 22. Also 22. September beziehungsweise dann 26. sind die Wahlen. Also das könnte durchaus ein sehr, sehr interessanter Monatsschluss werden, in Anführungsstrichen. Jetzt mal unabhängig davon, ob die Vola vielleicht auch schon zuvor deutlicher ansteigt, die sich dann in Equities durch eine entsprechende Nachfrage nach US-Dollar als sicherem Hafen eben widerspiegeln könnte. Also, dass ich ein sehr, sehr bärisches Szenario für Equities skizziere, mag dahingehend überraschend sein, weil sich die aktuell ja wirklich noch stabil zeigen. Also da gibt es, da ist es ja in diesem Zusammenhang eben so. Das ist eigentlich ein Umfeld, welches eher Sorglosigkeit in irgendeiner Form eben tatsächlich unterstreicht und deswegen in diesem Zusammenhang hier nicht, ja, wie soll man sagen, also nicht wirklich dafür spricht an dieser Stelle, dass wir zeitnah eine scharfe Korrektur sehen, aber vielleicht ist genau gerade das der Grund dafür, dass es eben zu dieser schärferen Korrektur eben kommen könnte. Ich sehe gerade hier in der Chatbox einen Hinweis auf den Trading Day eines professionellen Traders. Ich will mal ganz kurz Folgendes machen. Kurzen Augenblick. Und zwar hier stelle ich mal ganz kurz einen Link ein, weil das nämlich ein englisches Webinar ist. Ich habe dazu auch ein deutsches
PDF an der Stelle. Ich zeige das mal ganz kurz, nicht, dass man sich jetzt hier wundert. Die Webseite, die ich da einstelle, das ist also meine Webseite bzw. die Landingpage. Da kann man sich auch auf diesem Link kann man sich auch noch ein Video anschauen, was ich damals in diesem Zusammenhang hier erstellt habe. Sofern denn jetzt auch der Link hier aufgeht, so wie er sollte. Na gut, wir machen es anders. Ich ziehe das mal hier rüber, warum auch immer Mozilla da jetzt rumfaxen macht. Also so sieht die Seite aus, wenn man draufklickt auf den Link. Also da kann man sich hier ein PDF runterladen und hier habe ich nochmal ein Video, in diesem Zusammenhang ein Tutorial, wo wir das nochmal anhand dann auch konkreterer Beispiele eben tatsächlich durchlaufen. Also wer sich das anschauen möchte, wer Interesse daran hat, eben tatsächlich, der kann sich hier das PDF kostenlos runterladen. Das findet man übrigens auch bei Twitch. Also ich bin jetzt hier gerade über die Twitch-Webseite gegangen, in meinem Kanal. Also wenn man da nach unten scrollt, dann hat man da eben entsprechend, hat man diverse PDFs. Also nicht nur diesen Tag im Leben eines Traders, sondern auch zum Beispiel eine Trade-Checkliste, welche Punkte du durchlaufen solltest, bevor du einen Trade machst, eben an dieser Stelle beispielsweise, beziehungsweise auch den Link zu meinem YouTube-Kanal mit den Tutorials. Also wer da Interesse hat, der schaue gerne mal hier eben tatsächlich rein. Den ziehe ich jetzt aber wieder heraus. Oh, jetzt hat er auch aufgemacht. Ne? Ist ja schön. Sehr gut. Also, ihr seht, auch bei Mozilla funktioniert es offensichtlich. Euro-US-Dollar, ganz genau. Rollover gegen die 1,19. Weiterhin natürlich sehr, sehr unattraktives Umfeld. Alles in allem sehr, sehr volatil, sehr unspektakulär. Also, auch hier seht die Bäume nicht unbedingt in den Himmel wachsen. Das jetzt aktuell interessanteste Szenario ist eben erstmal der Retest hier dieser unteren Aufwärtstrendlinie. Sollten wir gegen die aufdrehen, tieferes Hoch markieren, könnte das der Wegbereiter für einen bärischen Impuls sein, getragen durch restriktiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed, sofern er überhaupt realistisch ist, ganz besonders vielleicht jetzt nach diesen schwachen Non-Farm-Payrolls, ein entsprechend sich deutlich eintrübendes politisches Bild, ja, also nicht, dass das Bild nicht politisch in Deutschland schon trüb genug wäre, aber ich glaube, man wird nachvollziehen können, dass ich als Trader eine rot-rot-grüne Koalition nochmal als deutlichere Eintrübung eben tatsächlich sehen würde. Und das, ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ja, also das also im Hinblick, wie gesagt, auf den Euro-US-Dollar. Mehr gibt es da an der Stelle aktuell nicht zu berichten. Gold hatten wir jetzt schon. Werfen wir hier noch einen Blick auf Bitcoin. Gibt es irgendwelche Fragen übrigens in irgendeiner Form? Irgendetwas, wo ihr sagt, das ist jetzt meine Aktie, die würde ich mir gerne angucken. Wir können gleich auch mal, bevor wir gleich auf Bitcoin gehen, können wir es auch heute machen. Hier mal kurz einen Blick werfen auf den Wirtschaftssagen, sage ich schon, den Earnings-Kalender für diese Woche. Ist nicht besonders spektakulär. Also die Earnings-Season in den USA, die geht jetzt dem Ende zu. Folglich haben wir hier fast nichts, was in irgendeiner Form jetzt als spektakulär angesehen werden könnte. Heute schon gar nicht, na klar, Labor Day, also zu. Aber auch dann in den kommenden Tagen, also Tuesday, wir haben vielleicht hier UiPath, weiß ich jetzt nicht. GameStop, ja, das ist natürlich im Meme-Bereich vielleicht von Interesse. Da könnte man vielleicht sagen, okay, gucken wir uns mal an, wie AMC zum Beispiel auf die News reagiert hat oder auf die Earnings reagiert hat und lassen sich da vielleicht Rückschlüsse ziehen auf das, was für GameStop erwartet werden kann. Wie gesagt, vielleicht eher ein potenzieller Rollover in irgendeiner Form oder ein deutlicher Abgabedruck, der sich ihm widerspiegelt. Aber sonst sind wir extrem dünn eben tatsächlich hier, was eben den Earnings-Kalender angeht. Wir können gleich mal einen Blick kurz auf GameStop werfen. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt spektakulär. Spektakulärer ist vielleicht eher das, was wir jetzt hier gerade in. Ja, spekulieren, dass wir so ein Bitcoin sehen. Ich muss jetzt gerade ganz kurz überlegen, warum hatten wir das hier eingezeichnet? Ich hatte dann Long Setup thematisiert, ne? Ich hatte gesagt, Long mit Stop in diesem Bereich. Kann das sein? Stop hier in diesem Bereich. Also auf jeden Fall ist dieses Long-Szenario aufgegangen. So viel können wir an der Stelle schon mal sagen. Ich muss jetzt aber wirklich überlegen, wie wir das zusammenbekommen haben. Vielleicht kann mir kurz jemand auf die Sprünge helfen. Ich weiß nur, wir haben Long-Szenario thematisiert auf jeden Fall. Nachdem wir diese Trendlinie haben erneut verteidigen können und hier, das war dieser Bereich um 47. Was war es ja? 47, 48 ungefähr. Als dieser Rollover hier keine tieferen Tiefs markiert hat. Das war schon letzte Woche am Montag, Dienstag, so in dem Bereich. Haben wir dann diesen Bereich zurückerobern können. Und da kam es eben dann zu der Attacke zurück auf und die Rückeroberung der 50.000er-Marke. Und wir sind dann eben hier entsprechend offensichtlich bullish, entsprechend haben uns weiter präsentiert, hatten Long Setup thematisiert gehabt. Die 49.2, wartet mal kurz. 3. September hier.
hatten wir diesen Bereich nicht als möglichen Lungenbereich in Betracht gezogen. Und dann, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich sagte, übers Wochenende könnte da durchaus nochmal ein bullischer Impuls stattfinden. Also hier ist der Übernachthandel so ein bisschen, über Wochenende Handel ausgeblendet. Aber wir sehen, dass übers Wochenende sich entsprechende Bullishness hier gezeigt hat. Also Bitcoin wieder über, zeitweise fast, so muss man sagen, nicht über, aber fast 2000 Dollar eben zugelegt hat. Dadurch kommt auch dieses Gap eben tatsächlich zustande. Und ja, potenzielle Zielregion jetzt auf der Oberseite, dann auch vielleicht für diesen Trade, den ich hier angekündigt hatte am Freitag, potenziell hier diese Region vielleicht da auf der Oberseite. Das ist so im Bereich 53.000, vielleicht ein Stück weit höher, 55.000 am Dollar ungefähr. Das wäre so ungefähr ein Bereich, den man dort als mögliches Kursziel eben anlaufen, anvisieren könnte. Sind relativ weit jetzt natürlich schon gelaufen. Vielleicht kommt der eine oder andere jetzt so ein bisschen auf die Frage und sagt, naja, nochmal ein Pull-in abwarten. Vielleicht, man könnte gucken, dass man nochmal vielleicht gegen die 50,5, sofern wir solch einen Drop zu sehen bekämen, also ehemalige Hochs hier, sieht, ob wir uns stabilisieren können, ob wir uns da halten können. Falls ja, falls wir uns gegen diesen Bereich stabilisieren, könnte das nochmal eine Gelegenheit vielleicht bieten, sich long zu positionieren. Was in dem Zusammenhang natürlich dann schwierig wird, ist, wenn du hier mit einem Stop arbeitest um 48,4, 48,3, hast du ein Risiko von 1600, ja, 1700 US-Dollar ungefähr. Dann bräuchten wir schon den Run bis 55, um ein CRV von 3 zu 1 roundabout zu bekommen. Deswegen wäre ich da jetzt nicht so überzeugt von, aber ich denke, also die Trade-Gedanke auf jeden Fall, den ich am Freitag skizziert habe, der läuft bis hierhin relativ gut an. Und ja, da gibt es aktuell nicht besonders viel mehr zu sagen. Ich gehe mal kurz noch auf Ethereum. Wir haben die 4000er-Marke meines Wissens nach noch nicht angelaufen, aber wir sind knapp unterhalb, wie wir hier erkennen können. So. Ich hatte ja hier gesagt, das wäre so ein sehr dankbares Szenario, so möchte ich es mal nennen, sofern wir solch einen Flash überhaupt zu sehen bekommen. Es ist eben so, und da sieht man, das ist wieder so ein Paradebeispiel, was ich eben meine, wenn ich bei Krypto sage, das ist ein Paradies eigentlich für technisch agierende Trader. Du hast durch eben den starken Fokus seitens besonders von Privatanlegern, die natürlich ihren Hauptfokus auf die technische Analyse legen, hast du in diesen Kryptos, besonders eben in den liquideren Kryptos an der Stelle, den in Anführungsstrichen bekannteren, Bitcoin oder beispielsweise eben auch Ethereum, hast du eben unglaublich saubere technische Level, die unglaublich sauber dann auch nochmal angelaufen werden. Wir haben diese Konsolidierung hier nach diesem bullischen Run hatten wir zum Thema gemacht. Also hier gab es zum einen diese bullische Konsolidierung oberhalb der Ausbruchregion um 2800, 850 Dollar liegend. Dann kommt es eben zu diesem Drive höher. Dann konsolidieren wir hier erneut eng. Und was ich dann gesagt hatte, war ja, dass man den Breakout hätte traden können, in Erwartung, dass es dann zu dem Lauf in Richtung 4000 kommt und dass man das sogar CRV-technisch relativ gut abbilden könnte. Wenn wir eben hier rund mit 100 Dollar Risiko arbeiten, hast du auf der Oberseite wenigstens noch ein CRV von 2 zu 1. Jetzt ist es allerdings so, vielleicht hast du den direkten Break nicht getradet, dann wartest du im Grunde genommen auf den Retest, der hier fast punktgenau erfolgt. Also erneutes Anlaufen, das ist dann auch übers Wochenende an dieser Stelle gewesen, hier. Ja, also 3. September war Freitag, übers Wochenende werden Kryptos aber auch entsprechend getradet und sehen fast punktgenau hier. Ein Antesten nochmal dieser ehemaligen Hochs, stabilisieren uns, sogar ein Retest findet nochmal statt. Das war in den frühen Morgenstunden am Sonntag und dann sehen wir entsprechend jetzt den Run in Richtung eben der 4000er-Region. Also da gab es durchaus nochmal die Möglichkeit, entsprechend hier diesen Bereich anzulaufen. Das ist auch dieser klassische Anchor-Effekt, der da stattfindet, also dieser Anker-Effekt, sprich wo eben klassisch Unterstützung zu neuen Widerständen werden oder Widerstände zu Unterstützung. Also anders formuliert, dem Moment, wo wir hier diesen Break zu sehen bekommen und den Phil nicht siehst, aber du vielleicht durch entsprechende Kommentare in irgendwelchen sozialen Medien oder dergleichen eben auf Krypto aufmerksam wirst und diesen Run in Richtung 4000 hier, vielleicht sogar 4.400 neue Allzeithochs dort markiert sind ja worden im Mai. Dann sagst du, oh, ich habe es verpasst, aber wenn wir nochmal in diesen Bereich zurücksetzen, dann bin ich dabei. Und dadurch kommt eben ein Ankereffekt zustande. Nicht jeder denkt so, aber die Mehrheit denkt eben so. Dadurch kommt so ein psychologisches Momentum, so ein psychologischer Aspekt eben zum Tragen, der dann eben dazu führt, dass diese ehemalige Widerstandsregion und somit diese Ausbruchregion jetzt zu einer neuen Unterstützung fungiert, mutiert und
vice versa, im Falle von bärischen Impulsen. Das ist auch das gleiche Konzept, was zum Beispiel dem Anchored VWAP zugrunde liegt. Also das heißt, diesem volumengewichteten Durchschnittspreis, den wir dann als Anker ausgehend von einem wichtigen fundamentalen Trigger-Event zum Beispiel heranziehen können, um zu gucken, wo ist hier das durchschnittlich am größte Volumen eben geflossen. Ich habe mir jetzt nicht den Year-to-Date zum Beispiel, das lässt sich dann im Hinblick auf GameStop zum Beispiel wunderbar anwenden. Also wir haben diesen potenziellen News-Katalysator jetzt nachbörslich am Mittwoch. Und jetzt fragt sich natürlich stellt sich ein bisschen die Frage, naja, wie geht man denn an solch eine Aktie ran? Also sind wir uns einig, GameStop, das ist jetzt rein fundamental betrachtet sicherlich ein, sagen wir mal, verhältnismäßig hohes Niveau, auf dem die Aktie hier gehandelt wird. Ich muss mal ganz kurz übrigens ein bisschen aufräumen. Hier, CrowdStrike will ich erstmal rausnehmen. So, einen Moment. Dann nehmen wir noch vielleicht Skills auch raus. So, Moment, Zoom. Wollen wir auch nicht mehr haben. So, DKS ist jetzt auch nicht mehr. So, einen Moment. Ordnung muss sein. Snowflake. So, erstmal raus. So, jetzt holen wir mal GME rein. GME. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, naja, wie nähere ich mich denn einer solchen Aktie, die fundamental eigentlich in Anführungsstrichen nicht eine Katastrophe ist, aber zumindest mal, wo wir jetzt Bewertungsniveaus hier sehen. Also, was meine ich mit Bewertungsniveaus? Gehen wir mal kurz auf Finwiz. Holen wir uns mal ein bisschen was. Finwiz. So. Ein bisschen Futter hier drauf. Also, wir haben eine Marktkapitalisierung von 15,33 Milliarden an dieser Stelle. Wir sehen immer noch verhältnismäßig hohe Kursniveaus, ausgehend von dieser GME Squeeze zu Beginn des Jahres. Wir haben nie wirklich einen scharfen Rücksetzer gesehen oder diesen Kollaps, den man hätte erwarten können, der sich ja auch schon hier abgezeichnet hatte. Also wir waren ja schon eigentlich Mitte, Ende Februar war die Party ja eigentlich schon vorbei. Da kam ja schon damals die Frage auf, warum hat man hier eigentlich keine Secondaries in irgendeiner Form auf den Weg gebracht, um eben Gelder einzusammeln, um dann entsprechend eben neue Geschäftsbereiche zu erschließen und dergleichen und so weiter und so weiter. Aber dann kam eben nochmal so eine Hype-Geschichte, das war dann Anfang März, beziehungsweise auch hier im Mai, Juni ungefähr, kam es nochmal zu einem relativ scharfen Drive höher. Und also in Summe ist diese GME-Saga im übertragenen Sinne eigentlich schon vorbei, aber nichtsdestotrotz lässt sich aus diesen Kursverläufen eben schließen, dass GME dennoch immer mal wieder offensichtlich eine, in Anführungsstrichen, Swaggy Stock ist. Also da gibt es ja eine Webseite, die heißt swaggystocks.com. Und da gibt es hier die Möglichkeit, über Wall Street Bets eben Ticker-Sentiment sich anzuschauen. Also wie sind jetzt aktuell die am heißesten diskutierten Titel eben. Und wir sehen GME zum Beispiel wieder hier in den Top 2 aktuell. Tauscht sich wieder alles und jeder über Cloth aus an der Stelle, warum auch immer. Muss mal gucken, wie sich das Bild da darstellt. Aber GME ist eben wieder in den Top 2. Also wird aktiv diskutiert, die Leute sind immer noch irgendwie fokussiert darauf. Aber es ist eben fundamental nicht gerechtfertigt. Also wenn jetzt das Unternehmen in irgendeiner Form hier irgendwelche Zahlen veröffentlicht, dann darf man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die in irgendeiner Form eher prosperierend sind. Ja, und jetzt ist natürlich dann wiederum so ein bisschen die Frage, naja, wie mache ich es denn dann? Also was heißt, wie orientiere ich mich denn in solch einer Aktie, ausgehend von der Price Action, sofern sie sich überhaupt tradingtechnisch attraktiv darstellt? Das ist auch mal wichtig. Also wenn man GME jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Beginn des Jahres sieht, wenn ich mir jetzt aktuell das Tape anschaue, ist eine Katastrophe. Also das sind extrem breite Spreads, das sind extrem choppige Bewegungen. Also du musst hier, oder du kannst eigentlich die Aktie nur dann wirklich aktiv traden, wenn du deutlich die Positionsgröße reduzierst. Aber jetzt mal unabhängig davon, also wie gesagt, du guckst ja halt GME jetzt an dieser Stelle an und jetzt fragst du dich, na gut, was machen wir denn jetzt? Also wie könnte man die Aktie denn eben jetzt in diesem Zusammenhang traden? Und was wir dann machen wollen, ist im Endeffekt, dass wir hier den VWAP heranziehen und dann ausgehend eben von VWAP entsprechende Handelsentscheidungen treffen, denn der gibt uns als volumengewichteter Durchschnittspreis, gibt er uns ja eine Idee, gegen welche Level ist denn die breite Masse, die sich größtenteils auf Privatanleger fokussiert, ist die denn entsprechend positioniert? Das heißt also zum Beispiel, ich habe es natürlich jetzt nicht vorbereitet, das müsste ich erst aufbereiten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel von der GME-Saga hier ausgehen, von dieser Squeeze, die wir zu sehen bekommen haben, könnte man zum Beispiel Folgendes machen. Das ist der 28. Januar, das war die Woche, wo richtig, richtig Rabatz war in Anführungsstrichen. Und was wir jetzt machen wäre, zum Beispiel, wir zählen mal die Handelstage von diesem Tag hier, vom 28. Januar bis heute.
So, also das würde dann in dem Fall jetzt so aussehen, wir gucken uns einfach einen Kalender an und oder wir könnten auch die Balken hier natürlich zählen oder wir könnten uns einen kleinen Expert Advisor programmieren, wie auch immer geartet. Also was wir auf jeden Fall machen würden, ist, wir würden diese Handelstage hier entsprechend ausgehen von diesem psychologisch relevanten, von diesem Übertreibungstag im Grunde genommen, würden wir entsprechend hier zählen. Und dann würden wir was machen, dann würden wir entsprechend diesen volumengewichteten Durchschnittspreis berechnen. Das lässt sich zum Beispiel hier bei TradingView lässt sich das machen. Da gibt es ja den VWAP, das ist der Session volumengewichtete Durchschnittspreis in Blau. Ja, das ist diese blaue Linie. Das ist also der volumengewichtete Durchschnittspreis für heute. Aber man sieht eben bei mir in meinen Charts auch immer, dass ich diese orangefarbene Linie hier drin habe. Das ist im übertragenen Sinne ein Anchored VWAP, allerdings ein sehr, sehr kurzfristiger. Das ist ein Zweitages Two-Day, also ein Two-Day VWAP hier. Das ist der VWAP Multi-Day. Das ist ein Spezialskript, das kann man sich kostenlos eben hier, kann man sich das besorgen bei TradingView. Und was man jetzt machen könnte, zum Beispiel, um GME da weiter zu analysieren, vielleicht bereite ich das mal vor, also ich habe das jetzt hier nicht gemacht. Aber es zählt man also die Handelstage und dann lege ich jetzt hier einen VWAP rein von, weiß nicht, 170 Tagen oder irgendwie sowas. Und dann gucke ich mir einfach an, gegen welches Level ist der Markt denn ungefähr hier preislich positioniert. Und ausgehend hiervon kannst du dann eben zum Beispiel, ich will das mal ganz kurz vielleicht innerhalb eines Charts zeigen. Ich habe dann mich jetzt letzte Woche zum Beispiel, habe ich ein neues Tutorial vorbereitet zum VWAP selbst. Also diese Gedanken, die präsentiere ich dann noch. Damit man mal so eine Idee bekommt. So sieht ein Chart innerhalb dieser Präsentation aus. Und das ist ein Beispiel. Also das ist Roku. Man sieht hier diese gelbfarbene Linie, also oder diese orangefarbene Linie, die ich da reingelegt habe. Und in dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, naja, das ist der Year-to-Date Anchored VWAP. Also sprich, das heißt, der berechnet den volumengewichteten Durchschnittspreis ausgehend vom ersten Tick oder ersten Handelstag dieses Jahres bis hierhin. Und das Spannende ist, dass wir gegen diesen, wie man es dann häufiger hier auch sehen kann, dass wir gegen diesen Preis häufiger Unterstützung finden, beziehungsweise hier einen Widerstand eben tatsächlich finden. Und diese Überlegung lässt sich dann zum Beispiel rein psychologisch auf solche Titel wie beispielsweise GME anwenden. Also das ist eine recht fortgeschrittene Analysemethode, die aber im Grunde genommen die, naja, niederen Instinkte würde ich sie jetzt nicht nennen, aber zumindest mal die Psychologie der Marktteilnehmer anspricht. Also die ein besseres Bild davon vermittelt, gegen welche Level ist dieserjenige, welcher Marktteilnehmer oder das Gros der Marktteilnehmer an der Stelle long positioniert. Und was ist die wahrscheinlichste Reaktion gegen den Bereich? Also mal angenommen, wir sind jetzt unterhalb des Year-to-Date Anchored VWAPs. Also das heißt, wir haben eine Masse der Marktteilnehmer in GME zum Beispiel, die ist positioniert gegen oder ausgehend von diesem volumengewichteten Durchschnittspreis, die ist positioniert im Markt und die liegt unter Wasser. Ausgehend von eben dieser Squeeze zu Beginn des Jahres, wo da der eine oder andere im Long gegangen ist und dann den Schuss jenseits von Gut und Böse auf der Oberseite gesehen hat. Na, wie wird der jetzt denken an der Stelle? Der wird sich wahrscheinlich sagen, wenn wir noch einmal zu Break-Even zurückkommen, dann würde ich die Position geben. Das heißt also, so wie ähnlich wie hier zum Beispiel, wir sehen einen bullischen Drive in Roku an der Stelle zum Beginn des Jahres auf fast $500 die Aktie. Ich bin long positioniert und dann droppen wir den VWAP. Und ich bin unter Wasser. Also das Gros der Marktteilnehmer, ausgehend vom durchschnittlich gezahlten Preis, liegt jetzt für das Jahr unter Wasser. Und wenn ich jetzt hier dann an der Stelle verpasst habe, die Position zu Break-Even zu liquidieren, dann unterliege ich so diesem Hoffnungsgedanken, dass wir noch einmal zu diesem Preis zurückkommen. Und dann würde ich entsprechend eben diese Position reduzieren oder abbauen. Und so kommt es dann zustande, dass aus einer in dem Fall Unterstützung jetzt eine Widerstandsregion wird, beziehungsweise also eine klassische technische Analyse sich das dann entsprechend hier anhand des gehandelten Volumens eben messen lässt. Und so zum Beispiel könnte man sich dann für GME eben entsprechend positionieren. Das heißt also, ich würde aus dieser Squeeze vom Beginn des Jahres, würde ich eben den, ich nenne jetzt mal Event Anchored VWAP berechnen, würde den dann über den Chart legen und würde dann an der Stelle eben sagen, okay, sollten wir jetzt irgendwo hier oberhalb, wie auch immer geartet, handeln, das müssen wir natürlich erstmal zeigen, aber dann würde ich zum Beispiel bei einem Pop, weil die Earnings in diese Richtung interpretiert werden, würde gegen diesen Bereich eher einen Widerstand erwarten und würde dann GME von dort short traden. Also so könnte man zum Beispiel dann auch eine Aktie, die jetzt keinen ja, die aktuell unter Retail-Tradern heiß ist, aber nicht so wirklich heiß ist oder in einem dünnen Wirtschaftsdatenkalender oder beziehungsweise Earningskalender diese Woche jetzt in dieses ausdünnende Fenster, könnte man sicherlich dann auch im Equities-Bereich eventuell fündig werden. Also, das ist einfach mal so eine Idee, einfach so eine, wie man da rangehen könnte und wie man dann darüber hinausgehend eben auch das Research hier mittels dieser volumengewichteten Durchschnittspreise nutzen kann und dann Trades entsprechend hier
umsetzen über CFDs bei Markets. So, das sei es meinerseits zunächst einmal gewesen. Ich hoffe, dass ihr habt ein wenig Spaß gehabt, ein bisschen was mitnehmen könnt für euer Trading. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal, lasst einen Kommentar in der Chatbox, irgendwelche Assets, die wir gerne beleuchten sollen. Meinerseits, ich bin da. Ja? Also Fokus, wie gesagt, heute dünn, weil Labor Day in den USA, wir sollten die Bäume nicht in den Himmel wachsen sehen. Morgen die Kraft sollten wir sparen oder wir sollten uns dann eben entsprechend vorbereiten mental, dass es morgen wieder losgeht. Und ja, soweit also meinerseits. Wir hören uns morgen wieder, 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Bis dahin wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.